Hallo ihr Lieben, hier ist Laura von Loving Travel und heute begeben wir uns auf die Spuren von Harry Potter. Denn in London sind ganz, ganz viele Szenen aus den Filmen von Harry Potter gedreht worden und ich zeige euch jetzt mal die schönsten Spots hier in London. Der wohl bekannteste Platz unter allen Drehorten von Harry Potter in London ist das Gleis 9 3/4. Es befindet sich im Londoner Bahnhof King's Cross. Dort spielte auch die Szene, in der Harry Potter durch mysteriöse Weise mit all seinem Gepäck durch die Mauer zum Hogwarts Express gelangt. So ihr Lieben, hinter mir seht ihr noch ein Harry Potter Highlight in London und zwar Plattform 9 3/4, von wo aus Harry immer nach Hogwarts gefahren ist. Und dort haben sie es nachgebaut, dass man das eben fotografieren kann. Die richtigen Dreharbeiten wurden allerdings zwischen Gleis 3 und 4, wenn ich mich recht erinnere, hier am King's Cross gedreht. Also nicht ganz der Drehort, aber wir machen da jetzt auch noch mal ein paar Fotos. Wir müssen ein bisschen in der Schlange anstehen. Wartezeit soll ungefähr 1,5 Stunden sein bei uns. Ja, aber ich hoffe, es lohnt sich. Übrigens gibt es neben dem Gleis 3/4 auch einen Harry Potter Shop, bei dem ihr ganz viele schöne Sachen kaufen könnt, und er ist direkt dem Laden nachempfunden, in dem Harry Potter im Film seine Zauberstäbe gekauft hat. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wir waren eben am Gleis 9 3/4 und haben ein paar schöne Fotos bekommen. Man kann dort einfach selber Fotos machen, man muss nicht die vom Fotografen kaufen. Allerdings, ja, haben wir dann gesagt, nehmen wir sie trotzdem mit. Und es gab hier dann auch noch ein süßes Büchlein, Potion Making, was wir uns auch noch gegönnt haben. Es war eigentlich ganz schön. Wir haben ungefähr 1,5 Stunden gewartet. Das ist eine ganz schön lange Zeit, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel mit Kindern hier unterwegs ist. Ist das wirklich hart, aber ich fand es eigentlich ganz kurzweilig. Man konnte halt sehen, wie die anderen ihre Fotos machen. Und von daher, ja, ich würde sagen, einmal sollte man das gemacht haben, wenn man zumindest ein Harry Potter-Fan ist. Wenn ihr aus der King's Cross Station rausgeht, kommt ihr zum St. Pancras Renaissance Hotel und das war Schauplatz in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Dort diente das Hotel als Eingang der King's Cross Station. In der echten Welt ist und bleibt es aber ein Hotel. Der wunderschöne Leadenhall Market war auch ein Drehort im Harry Potter Film und diente als Kulisse für die unglaublich schöne Winkelgasse. In der dortigen Boar's Head Passage befindet sich ein blauer Laden, der im ersten Film den Eingang des Pubs zum tropfenden Kessel darstellt. Doch der Leadenhall Market diente vor allem als Vorlage für das Filmset in dem Warner Brother Filmstudios. Die kann ich euch übrigens auch noch empfehlen, zeige ich euch aber in einem anderen Video. Wenn ihr eingefleischte Harry Potter Fans seid, dann dürftet ihr diesen Bereich hinter mir eigentlich kennen. Denn hier ist in den Filmen von Harry Potter der Eingang ins Zaubereiministerium zu sehen. Und da gibt es dann halt noch eine zweite Brücke und noch eine rote Telefonzelle, die euch bekannt sein sollte. Die wurden allerdings nur für den Film dorthin gebaut und für den Filmdreh. Ansonsten ist das hier aber ein ganz normaler Platz. Das ist der Scotland Place und Great Scotland Yard Ecke. Und hier, ja, sollten Harry Potter Fans auf jeden Fall hinkommen. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp, falls ihr auch ein paar Souvenirs von Harry Potter hier in London kaufen wollt. Wenn ihr vom Great Scotland Yard über Whitehall bis hin zum nächsten Drehort über den Trafalgar Square hinlauft, dann könnt ihr auf der rechten Seite einen kleinen Laden sehen, der nennt sich Magical Platform und da gibt es schöne Souvenirs.
So, ich bin jetzt am Trafalgar Square, den ihr hinter mir seht. Und auch hier liegt ganz zentral noch ein Drehort von Harry Potter, beziehungsweise eine Location. Und zwar müsstet ihr jetzt die South African High Commission erkennen, und zwar als Eingang zur Gringotts Bank. Die Winkelgasse von Harry Potter wurde von verschiedenen Straßen im Zentrum von London inspiriert, hauptsächlich aber von Cecil Court bzw. dieser ganz süßen Passage in Covent Garden. Hier gibt es immer noch sehr viele schöne Buchläden oder auch Galerien, und das Ganze fühlt sich auch noch ein bisschen magisch an. Neben den Cecil Court gibt es noch den Goodwin's Court, und den müsst ihr wirklich suchen. Das ist nämlich eine ganz kleine, enge Gasse und ist ein bisschen schwierig zu finden, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss. Ihr findet sie aber zwischen der St. Martin's Lane und Bedfordbury. Schaut euch das mal an. Sieht doch wirklich aus wie im Harry Potter Film, oder? Und das Süßeste ist, es wird hier auch ein bisschen gelebt. Und das finde ich total schön. Hedwig gibt es hier auch. I love it. Sehr schön. Eben hatte ich euch die South African High Commission gezeigt. Jetzt sind wir bei der australischen Botschaft. Und im Australia House wurden die Innenaufnahmen der berühmten Zauberbank Gringotts gedreht. So, wir sind nach wie vor auf den Spuren von Harry Potter, und wenn ihr eingefleischte Harry Potter-Fans seid, dann sagt euch diese Brücke im Hintergrund auf jeden Fall schon gleich etwas. Das ist die Millennium Bridge, und die geht einmal, die quert einmal die Themse von Nord nach Süd. Im nördlichen Bereich ist dort ganz in der Nähe da die St. Paul's Cathedral. Im südlichen Bereich, dort seht ihr Tate Modern. Aber ja, diese Brücke, die ist im sechsten Teil von Harry Potter zu sehen. Und dort wurde sie nämlich von den Todessern, ich glaube, so heißen sie im Deutschen, jedenfalls zerstört. So, jetzt gehe ich einmal über die Millennium Bridge, und ich sag euch, es lohnt sich, einmal hier rüber zu laufen. Das ist gar nicht so lang, wie man denkt. 325 Meter misst diese Brücke, aber ich zeige euch jetzt mal den Blick, den ihr auf die Skyline, auf richtig tolle Highlights von London habt, von hier, und dann werdet ihr verstehen, warum ihr unbedingt einmal hier rüber gehen solltet. Ich zeige es euch jetzt. Hier hinten seht ihr The Shard, hier hinten ist die Tower Bridge, und wenn ihr einmal die Brücke hier geradeaus gen Norden schaut, dann ist dort die St. Paul's Cathedral, aber auch die anderen richtig coolen Skyscraper, die seht ihr hier im Hintergrund. Und ganz ehrlich, ey, gerade wenn die Sonne scheint, ist das magisch, wirklich richtig schön. Und hier solltet ihr auch einfach mal ein paar Minuten nehmen und verweilen, weil alle rennen hier eigentlich nur rüber, machen ihre zwei, drei Fotos, aber genießt einfach auch mal diesen Moment und haltet inne. Das ist meine Bitte an euch, wenn ihr hier seid, denn es lohnt sich wirklich. Im dritten Harry Potter Film, im Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, flieht Harry aus Hogwarts und begibt sich zum Borough Market in London. Das ist dort der Eingang zum Tropfenden Kessel. Und der Tropfende Kessel ist eigentlich kein Pub, sondern ein Übergang zwischen den Welten der Zauberer und der Muggles. Kaum ein Ort in London ist so bekannt wie der Piccadilly Circus, und im Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes im ersten Teil war dies der Drehort für die Außenaufnahmen, bei denen Harry, Ron und Hermine durch das Londoner West End fliehen. Wusstet ihr übrigens, dass eine dieser tollen roten Telefonzellen, die ihr in London an
fast jeder Ecke findet, der Eingang ins Zaubereiministerium war. Ich probiere das jetzt auch mal aus. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Video zu den Drehorten von Harry Potter gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir unbedingt ein Like und abonniert diesen Kanal. Dann verpasst ihr auch kein anderes London-Video mehr von uns. Ich kann euch auch nur die Spaziergänge empfehlen, die Steffen unternommen hat. Die sind richtig schön und die zeigen euch, wo ihr auch unbedingt lang spazieren sollt. Also, ich freue mich auf unser nächstes Video und ich sage tschüss und bis bald, eure Laura von Loving Travel.